Der Türdrücker ist kaputt. Sehr ärgerlich, denn ich wohne in der 5. Etage. Ein Freund kommt mich besuchen, klingelt und wartet vor der Haustür. Da gibt es keine andere Chance, als 5 Etagen die Treppe runter zu sausen. Mach ich ja gerne für einen Freund. Aber ob ich das auch für Gott machen würde? Denn um Gott in mein Leben einzulassen, muss ich auch hinabsteigen. Und zwar in meine Wirklichkeit. Das ist schwerer, als du glaubst. Denn wie oft wünschen wir uns ein anderes Leben als das, was wir haben? Wie oft träumen wir uns weg und leben in Fantasiewelten? Ach, hätte ich doch eine andere Arbeitsstelle. Wie schön wäre das, wenn sich endlich meine Frau ändern würde, wenn ich einen anderen Mann bekäme, wenn ich nicht so eine dicke Nase hätte oder so einen fetten Hintern. Ein Traum, wenn dieses Jahr am Heiligabend nicht wieder Familienkrach wäre wie voriges Jahr. Stopp, sagt der Advent, hör auf, dich wegzuträumen. Liebe deine Realität, komm in deiner Wirklichkeit an. Du wirst nirgendwo anders Gott begegnen als da. Denn Gott, der hat sich nicht weggeträumt, als er an uns Menschen dachte. Der hat seinen Sohn geschickt, damit der hinabsteigt in die Wirklichkeit und Fleisch wird. Heute im Nachtgebet danke ich Gott dafür, dass er uns so nimmt, wie wir sind. Dass er Weihnachten hinabsteigen wird in unsere menschliche Realität. Mit allen Härten, mit dem Stall, der Krippe, den Windeln, der Flucht. 22 Uhr auf domradio.de. Dein Weihbischof Ansgar.